Das häufige Volk. Das ist, dafür sind da Angstmechanismen und eine dieser Ängste ist die Existenzangst. Ne? Ja, ich habe von ihr gestern kurz Angst. Und schon zweimal. Und wieder zum Zug? Nein, also meine Stellvertreterin, meine Chefin, und nächste Woche kommt der Direktor, Stellvertreter dran. Ja, hast du schon offiziell angegeben jetzt? Oder nicht? Nein, schriftlich nicht, nein, weil ich mit dem Direktor von einem Gespräch habe. Ja. Ja. Aber ich habe es gestern schon gespielt. Das Alleinsein ist die Angst dazu. Und da gehört natürlich die Existenzangst dazu. Ja? Wo, wenn man jetzt zurückdenkt, wann ich mir Existenzangst angelegt habe, ich kann es nicht genau sagen, aber das ist ein Prozess, was du denkst, jetzt der. Du hast so viele Erfahrungen gehabt, dass auf einmal Autos von da auf dich zurückkommen. Und im letzten Abend denkst du, 90er, 80er ist es vorbei. Und auf einmal fährst du weiter mit dem bist du nicht von da zusammengefahren, obwohl es schon was um 10 Meter war und so fährst du hier von da. Wieso bin ich jetzt noch da? Schaust du den Rückspiegel und der irgendwie verrissen dann. Aha, irgendwie habe ich da noch sowas zu erledigen. Oder ich bin in die Anden gewesen und auf 5000 Meter Höhe 30 Meter abgestürzt. Wieso lebe ich noch? Also muss irgendeine Energie da sein, die mich da hält. Hat die Welt noch was von mir, die Menschheit, oder habe ich da noch was zu erledigen? Das heißt nicht, dass ich es überreizen darf, natürlich. Und diese Silberschnur ist ein dehnbarer, aber dünner Faden, wo die Seele am Körper hängt. Ne? Und die zweite Angst ist die Angst, nicht geliebt zu sein. Gelobt zu sein oder wertgeschätzt zu sein. Ja, da stellt natürlich die Frage, wer muss uns denn wertschätzen? Wir uns selber. Und da brauchst du ja auch nicht tun, ne? Da bin ich dann frei. Also das brauchen wir dann mit Selbstwert und Selbstliebe. Ich habe Zeit gehabt, ziemlich lang, so in meine 20er, 30er Lebensjahre, da wollte ich everybody's Darling sein. Und jeden habe ich so recht machen, dass ich geliebt werde. Bist du früher? 20er, 30er, ja. Ja, wie, ach so, ich bin wie ich. Zwischen 20 und 40 Jahren circa. Okay. Das war, weil ich dazu denke, jetzt dabei zu meinem Auto. Und ich habe immer gesagt, bin ich eh gut. Und damit bin ich um den Wert von anderen, Selbstliebe ist da oben, Selbstliebe und das Selbstwert. Um diese Wertschätzung von anderen zu bekommen, bin ich natürlich sehr in die Leistung gegangen. Noch besser und noch schneller und noch härter und noch mehr. Ja? Und das heißt dann, in anderen Worten als Lösung ins Kämpfertum gehen. Kämpfertum oder Heldentum oder Leistungsorientierung. Und das Liebe wäre Opfertum. Ich bin dir geschlafen, Schatz, du liebst mich, so. Und alles, was an Ängsten ist, ist in eins von den drei einzuordnen. Und eigentlich enden alle bei dem ersten.
die Asanaübungen. Dafür ist es ein essentieller Anteil an der Bewusstseinsarbeit, sich mit der Seele reisen zu können, sich als Seele bewusst zu werden. Und ich sage, ich bin, was meine ich mit dem Ich? Es gibt zwei, ne? Wenn ich es gut erinnere, wie ich sage, es gibt das ego-gesteuerte Ich und es gibt das Herz-Ich, das ich bin. Ja. Wenn ich, also 99% der Bevölkerung, manchmal, man sagt, ich ist Ego. Ich will das haben, ich muss das haben, da geht es sehr viel um Haben in der Welt. Und wenn ich rede vom Sein, verstehen die meisten das Tun. Also das Wirken. Aber nicht das Wirken aus der Seele heraus, sondern dass ich was kriege, dass ich wieder Anerkennung kriege oder irgend sowas. Und da geht es ganz einfach, diese Schwingung zu verändern, wenn ich mich aus dem Leben hinaus begebe mit meiner Seele. Ich als Seele mich von dem physischen Körper trenne. Und da ist die Lösung Seelenreisen. Seelenreisen heißt, mich in meiner Schwingung, von meiner Seele, von meinem Körper zu trennen und jenseits von Raum und Zeit gehen. Also, wenn ich jetzt auf die Plejaden herumwandle, in einer Trance, in einer Meditation, wo bin ich dann? Bin ich in meinem physischen Körper oder auf die Plejaden? Also, ich sage jetzt einmal, ich bin auf die Plejaden. Aber eine kleine Verbindung, eine hauchdünne Schnur, diese Silberschnur, ist mit meinem Körper verbunden, sonst finde ich nicht mehr Zug. Und ich habe schon Menschen erlebt, die das überzogen haben oder zu schnell in die Prozesse eingegangen sind, die sind nicht mehr in einen Körper gegangen, in dem sie im Leben überhaupt nicht mehr zurechtgefunden. Das ist, wenn man zu viel mit Methoden macht. Es gibt ja Atemtechniken, die wie das hyperventilieren, also da trennst du die Seele. Ja? Das ist nicht ohne uns, denn das Bewusstsein aus der Zündereife. Das sind Menschen, die wandeln dann aber da und finden sie überhaupt nicht mehr. Die sind ferngestellt. Ja, das sind wie Zombies, die haben. Ne? Dann geht es nicht wirklich gut. Ne? Die müssen dann meistens irgendwas machen, dass sie sich wieder spüren im Körper. Das sollte aber. Ortet oft in Bulimie und so Essstörungen oder Drogengeschichten und so Sachen. Also. Aber wenn wir das so strukturiert, bewusstseinsmäßig machen, ist das eine Qualität, dass du aus deinem Körper ausreisen kannst, das heißt in die Zukunft und in die Vergangenheit. Und damit das Bewusstsein in dir immer mehr integrierst, du bist immer da. Es geht nicht um Existenz in dem physischen Körper. Als Seele existierst du immer. Und das ist diese Freiheit. Und wenn wir aber da in diese Euphorie kommen, diese Begeisterung und dieses Bild, das man da trägt, als Fokus mitnehmen und auf dieses Bild sich fokussieren und mit diesem Fokus da plus Euphorie und Begeisterung haben, dann ist das Manifestation. Dann ist es das, wie der Eckhart Tolle so schön seinen Status spiritueller Lehrer beschrieben hat, dass er eines Tages ist er als Dozent auf der Uni in Cambridge oder Oxford oder irgendwo gewesen, ne, und ist aufgewacht und hat seine andere Wahrnehmung von der Welt gehabt. Also, was soll das sein oder was? Hat das Glas betrachtet und hat die Energie gemerkt.
Das andere war ihm alles wurscht, er hat nur ein Ding, was er jetzt vornimmt gehabt. Ist hergegangen und hat seinen Job als Dozent auf der Uni gekündigt. Und ist den ganzen Tag nur auf der Parkbank gesessen und hat wahrgenommen, die Menschen, die Natur, die Energie da, die Vögel, die Tiere. Und war nur glücklich. Und nach circa einem Jahr ist ein Passant auf einem zugekommen und sagt, entschuldige, darf ich sowas fragen? Jetzt schaue ich noch circa ein Jahr zu. Nicht mehr ein Jahr vorher, wie es ihnen geht. Und sie sind nur glücklich. Ich habe sie noch nie anders gesehen als unglücklich. Kann ich das lernen von Ihnen? Das war sein Start als spiritueller Lehrer. Kann ich mit den Anbietern, was ich erzählt habe, da drauf. Außer zu einem tollen anderes Beispiel. Irgendein Inder war irgendwo und da hat seinen Rucksack irgendwo stehen lassen, Bahnhof oder Flughafen, weiß ich nicht mehr. Und dann, wie er zurückgekommen ist, haben sie den Fahrrad gehabt. Und der hat quasi den Raum, dort wo der Rucksack war, einfach wahrgenommen. Und dann ist er zurückgekehrt nach Indien und war gut und wurde souverän deines Gurus sein. Das hat der tolle das Beispiel genannt eben. Mit den Gegenständen, mit dem Raum, wo der Rucksack war. Der Rucksack war zwar weg, der war so dem Raum wahrgenommen vom Rucksack. Und das war eben der Beginn seines Guru-Seins in Indien. Also die Tatsache, dass in der Rucksack quasi klar geworden ist, mehr oder weniger. Ob der Rucksack jetzt manifest ist, oder? So, das ist wurscht, ne? Also ich habe zum Beispiel mein Seminarraum in Wien, aber man soll schaffen. Ich bin daneben. Habe ich ein Seminar im Erdgeschoss gehabt, also klar halt und zu wenig für, habe immer woanders für Seminare hingefahren und das hat als Praxis gehabt. Und gehe in den Garten raus und schaue so in die Luft auf und komme zu den Träumen rein und sage plötzlich, da oben ist mein Seminarraum. Ja? Und zeige in die Luft raus, wo gerade ein Raum zwischen zwei Eisen, das ist ein Vorlocken ist. Ne? Und mein Freund, der Johannes, bei dem ich im Haus mit war, so, da habe ich gesagt, da ist aber nichts. Sag ich, ich suche da ein Seminar haben. Also, wer wieder dort sein? Und kurz darauf fangen sie das Nachbarhaus zum Abklopfen an und die Fenster rausreißen. Und zwei Wochen drauf fangen sie da ein Loch zu graben, wo die Bauern waren, und machen dort die Tiefgarage in den Keller und ziehen dort ein Haus hoch. Ne? Und dann habe ich weiter geträumt in dieser Vision. Und ich habe immer total im Hingabe. Ich habe gesagt, aha, so, ja, da geht auch ein großer Raum durch, von vorn bis hinten, Straßenseiten bis Gartenseiten, immer ein Balkon, so um die 50 Quadratmeter. Und zwei Seminarräume haben sie da. Der hat mich immer angeschaut und hat sich gedacht, ich bin vollkommen deppert. Ne? Und hat gelacht. Ne? Und wieder ein halbes Jahr drauf dann eingeladen war zu der Baubesprechung von dem Haus da als Nachbar, kommt er noch hinzu und sagt, die schaut genauso aus, wie es denn du gesagt hast. Ne? Und dann ist man, also habe ich zufällig eine Frau auf den im Park dort stehen und sehen, wie das Haus anschaut. Ne? Und ich gehe intuitiv, ich bin nicht überlegt, warum ich auf die Frau zugehe. Ich bin intuitiv auf sie zugegangen und habe gesagt, sie sind die Architektin, fans. Sagt sie, sieht man das irgendwie? Ich habe gesagt, nein, das spiele ich nicht. Ich habe dann gesagt, nur wer ein Haus so liebevoll anschaut, das muss die Architektin sein. Ne? Das ist wirklich mein Baby. Habe ich gesagt, Sie haben für mich ein Seminarzentrum da gebaut. Sagt sie, was habe ich? Nein, ich habe kein Seminarzentrum, aber es ist aber der Wohnung. Sag ich, ja, eine ist so ca. 110 Quadratmeter groß, sagt sie, ja, passt. Ein Raum ist 50 Quadratmeter, sagt sie, ja, 48. Und das hätte ich gerne als Seminarzentrum. Sagt sie, wollen Sie das anschauen? Das ist meine schönste Wohnung. Ganz oben im Dachgeschoss. Obersten Geschoss hat. Und hinten und vorne ein Balkon, also, ja, so wie passt, kann ich gleich unterschreiben, kann ich gleich mieten. Sagt sie, nein, das machen sie mit der Hausverwaltung. Sag ich, ja, organisieren sie mal das. Sagt sie, nein, das tue ich nicht so. Jetzt bitte. Ja.
Und wirklich zwei Tage drauf, ich mich nicht um Kosten kümmert. Ja, ich mich nicht kümmert darum, was das kostet. Dass ich 1200 Miete zahle, plus Nebenkosten, dass mir das knapp 2000 mehr kostet im Monat. Also ich muss einmal 2000 Euro mehr verdienen, dass ich bald aussteige. Und das habe ich logisch nicht gedacht. Ne? Und da haben wir eben dieses kritische Denken drinnen. Dieses kritische Denken, das Bewertende. Kritisch denken und logisch denken. Und wenn wir da zu viel hingehen, verwahren wir sich das und das. Oder hängen wir wieder da. Du weißt schon, was ich meine. Ja? Das heißt auch, wenn du in dem Erschaffungsprozess, in dem Gestaltungsprozess, zu früh darüber sprechen mit anderen, wenn das noch nicht in der Euphorie und im Bild gefestigt ist, montieren uns die anderen das ab. Jeder erfolgreiche Mensch weiß, dass er über die Idee oder Projekt nicht zu zeitig reden darf. Siehst du, das geht für mich einfach. Ja, mir ist gerade so. Was kommt das? Obwohl es wird, na okay. Und wenn man so eine Euphorie ist und das ausspricht, also dann ist es das trotzdem. Kann sein, dass zu wenig vorher schon das Bild zu wenig war, angesprochen worden. Aber so vorher schon. Ja. Auch in dem erzählt, so merkst du selber, was zu tun. Also ich habe ein Projekt seit einem halben, dreiviertel Jahr mit meiner Zahnärztin. Die ist irgendwann bei mir von Seminar erschienen, die Frau. Ich habe dann festgestellt, dass sie Zahnärztin ist und begeistert von den russischen Heilmethoden und Zähne nachwachsen lassen. Ja. Ist ja völlig wurscht, ob sie dann kein Geschäft mehr hat oder so. Sie ist ganz begeistert. Ja. Kannst mir du helfen mit dem? Und ich habe ein Projekt gestartet und ich habe zuzeitlich erzählt davon. Und da ist die Luft raus, die freut es nicht mehr. Es ist kein Antrieb mehr dafür. Die meint schon endlich, also du nimmst das als Meditation auf und starten endlich die Erfahrungsgruppen und so. Luft raus. Die Euphorie nicht mehr so da. Entweder ich muss gleich umsetzen, die Idee, was ich habe. Gestern habe ich eine Vision gehabt, habe eine Idee dazu gehabt und habe es gleich mit 2-3 Stunden hinsetzen müssen, das formulieren müssen und da ist das nächste Seminar gestanden. Jetzt steht das schon Ziel, jetzt gibt es schon Termine dafür, das ist das Greg-Seminar, jetzt kann ich erst erzählen. Jeder wieder Greg-Mensch. Arbeitest du noch oder kriegst du schon? Crack jetzt. Ich würde nicht. Gesundheit, Reichtum, Erfolg, Glückseligkeit. Okay. Was kann man nicht, aber das ist das eigentlich, wo wir uns verwirklichen. Ne? Aber wenn ich sage verwirklichen, dann sagt er jeder, was erfüllt das für Bedürfnisse in mir? Was habe ich davon? Das ist der Antrieb jetzt da. Ne? Erfolgsseminare, wie viele Erfolgsseminare gibt es? Tausende. Ne? Das können wir schon erfahren. Ne? Ich darf das so sagen, was ich gemerkt habe, dass also meine Entwicklung, wenn ich auch in Situationen war und da war wirklich die Euphorie da und dann plötzlich der Kopf gekommen ist und, wie soll ich sagen, das einfach dann gleich zu tun, dann sind bei mir die Prozesse auch dann auch passiert in dem Moment, wo die Euphorie da war. Ja. Wenn ich mich auch noch quasi entschieden habe, ist das Ganze verschwommen und das war wieder auf der gleichen Ebene stolzieren gerade. Ja. Also gleich tun. Ja, also möglichst gleich tun, dann hast du schon was in die Welt gebracht, manifestiert, dann geht es wahrscheinlich weiter. Oder du lässt es so, die Vision so intensiv werden und redest mit keinem drüber, bis die Vision so stark ist, dass noch mehr passiert in der Manifestation. Weißt? Mhm. Gut, aber das war jetzt ein bisschen
andere Richtung, aber de facto müssen wir dann die Begeisterung, und da ist alles sehr, sehr Licht hier oben. Da werden die Visionen lichtvoller. Manchmal ist es laut und ich drücke die Euphorie in Sprache aus, aber meistens nicht wirklich. Sondern immer dieses glänzende Augen im Herzen. Und das brauchen wir, da spielt sie Channeling auf. Und eingetunt sind wir mit dem Fokus auf unser, was wir channeln, ne? Oder wen wir channeln, welche Seele wir verbinden. Dazu brauchen wir die Zirbeldrüsen. Und die Zirbeldrüsen ist in unserer Kultur ziemlich beschränkt durch diverse künstlich erschaffene Abhängigkeiten, speziell von Religionen. Und die müssen wir ausstellen lassen. Dafür müssen wir es aktivieren und zuerst machen wir mal kurz eine Pause. Dann wird er eigentlich schon. Nein, essen wir noch eine Stunde, braucht man noch. Wie spät ist? Aber über 12 Uhr wird mehr. Das ist ein schönes, schönes, schwarzes Saft. Thank you.
Anna? Wieso Anna? Ja, okay, morgen ist es ein Haar.
Das ist der Ink. Und der ist vergessen.